Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die vordere Blende bei einem Bosch Siemens Trockner abbekommt. Hier ist eine geteilte Blende, auf der linken Seite kann man sie aufklappen und die muss nur auf der rechten Seite ausgerastet werden. Das Ganze funktioniert so aber auch bei den kompletten Blenden, die über die ganze Front verlaufen. Und auch bei Blenden, die nur auf der linken Seite sind. Ich fange meistens auf der rechten Seite an. Dort drücke ich mit einem Schraubendreher den Haken etwas rein. Der sitzt relativ mittig. Dann fahre ich nach unten, suche mir die nächsten Haken. Unten sind im Normalfall, wie hier gezeigt, zwei Haken. Über die komplette Blende sind da noch ein paar mehr verteilt. Die hebel ich etwas heraus. Die kann man mit dem Schraubendreher eindrücken. Laut Hersteller soll das auch mit einer Plastikkarte funktionieren. Das habe ich mal getestet. Aber scheinbar sind die Plastikkarten nicht stabil genug, um die kleinen Haken einzudrücken. Dann ist noch eine an der linken Seite und wenn ihr die draußen habt, könnt ihr die Blende nach unten wegziehen. Oben ist sie nur eingehakt. Hier seht ihr nochmal diese kleinen Haken und in der Mitte die Öse an diesen Haken drückt man dann ein und dann kann man die Blende entnehmen. Wie gesagt, die wird dann nach unten weggezogen. Wenn das dann alles entnommen ist, könnt ihr das Gerät reinigen oder links euren Kondensator aufschrauben und die Wartungsklappe anbringen. Wenn euch das Video gefallen hat und ich euch helfen konnte, würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir einen Daumen nach oben gebt. Weitere Infos, Fehlercodes und meine E-Mail-Adresse findet ihr auf meiner neuen Seite der-servicetechniker.online. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut.